Guten Morgen! Ich sitze hier gerade an meinem Schminktisch, weil ich mich jetzt fertig machen will für die Arbeit. Und ja, ich wollte noch kurz was erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber geredet habe, aber ich glaube nicht. Und zwar war ja am Sonntag, wie nenne ich das denn? Auf jeden Fall hat KF neue Klamotten in den Shop getan, wie auch immer. Und da habe ich auf jeden Fall Sonntag ordentlich was bestellt. Und das kommt hoffentlich die Woche noch an. Also ich hoffe, dass es die Woche jetzt noch ankommt. Wir haben heute schon Donnerstag. Aber das werde ich euch auf jeden Fall dann zeigen, weil ich freue mich da schon mega drauf. Und diesen Sonntag, also eine Woche später, macht er jetzt nochmal was in den Shop, beziehungsweise die ganzen Sachen nochmal. Und da wollte ich mir auch nochmal einen Hoodie bestellen, weil ich habe letzte Woche bei einem Hoodie ewig überlegt, ob ich mir den auch noch bestelle. Und dann wollte ich ihn bestellen und dann gab es ihn nur noch in Größe L und das war mir zu groß. Deswegen habe ich dann gedacht, ich warte einfach, weil ich wusste sowieso, dass sie das nochmal in den Shop hauen. Es war ja nach kurzer Zeit wieder alles ausverkauft. Und ja, da werde ich mir dann auch noch was bestellen. Und ich freue mich schon mega, wenn das angekommen ist oder wenn das ankommt, so rum. Und gestern hatte ich einen Termin und ich kann darüber noch nicht so viel reden, aber nächstes Jahr kann ich darüber auf jeden Fall berichten. Und ja, da habe ich auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles fest, eigentlich nicht geplant, geplant war es schon vorher, aber festgemacht, so. Für nächstes Jahr und das habe ich jetzt alles im Sack und Tüten oder wie das heißt. Auf jeden Fall steht es jetzt fest für nächstes Jahr und ich freue mich da schon riesig drauf und ja, das habe ich gestern bei einem Termin alles festgemacht und hin und her und darüber berichte ich dann aber nächstes Jahr. Bis jetzt kann ich darüber noch nicht so viel sagen. Aber ja, jedenfalls freue ich mich da auf jeden Fall schon drauf und ja, das berichte ich dann auch, wie gesagt, Anfang des nächsten Jahres. Und ja, jetzt muss ich mich fertig machen, weil sonst bin ich zu spät und ich brauche immer so lange zum Schminken. Ja, und übrigens habe ich mir ja diesen grünen Concealer hier geholt für meine Narbe hier. Also ich habe schon das Gefühl, sieht schon ein bisschen besser aus, aber ich habe mir ja diesen grünen Concealer geholt, weil das soll ja Hautrötungen abdecken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es funktioniert nicht so richtig. Also ich habe ihn gestern zum ersten Mal benutzt, sah schon irgendwie anders aus bei dem Make-up, also als ich das Make-up drauf hatte, aber irgendwie war ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Also keine Ahnung, ich muss damit noch ein bisschen rumprobieren und ich hoffe, es versteckt meine Narbe dann endlich mal. Und ja, jetzt werde ich mich fertig machen und dann geht es zur Arbeit. Und übrigens, apropos Arbeit, ich weiß im Dezember echt nicht, wie ich Vlogs hochladen kann oder Videos hochladen kann, weil da bin ich wieder sehr viel arbeiten, weil ihr wisst, Weihnachtsgeschäft und so. Bin ich viel auf Arbeit und da bin ich dann auch teilweise 2 Wochen komplett durcharbeiten. Also da muss ich mal schauen, wie ich das oder was ich dann vloggen kann. Weil ich bin dann eigentlich immer meist den ganzen Tag wieder auf Arbeit. Aber irgendwie kriege ich das schon hin. Oder ich hoffe, dass ich irgendwie einmal die Woche wenigstens ein Video hochladen kann. Da muss ich mal schauen. Kommt auf jeden Fall viel auf mich zu. Aber egal, kriegen wir auch alles hin. Und ja, jetzt muss ich mich wirklich fertig machen. Hello! Ich habe ja gestern, falls es in meinem Vlog hier mit drin ist, weiß ich gerade nicht, darüber geredet, dass ich ja bei KF im Shop was bestellt habe. Und gestern Abend ist die Bestellung auch noch angekommen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich bestellt habe. Und zwar habe ich jetzt hier 4 Pakete. Okay, es fällt schon alles aus der Hand. Aber ich stelle euch jetzt mal kurz hier hin. Und zeige euch das. Ich freue mich mega. Und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Erstmal haben wir hier eine Tüte.
Und zuerst gab es ja diesmal wieder Wundertüten-Feeling und da habe ich was drin gehabt, worüber ich mich mega gefreut habe. Das wollte ich auch unbedingt haben, als er das gezeigt hat, dass er das mit verteilt. Und da habe ich mich mega drüber gefreut, dass ich das drin hatte. Und zwar ist das Chaos-Notizbuch. Richtig, richtig cool. Das ist halt so ein liniertes Notizbuch. Und als er halt gezeigt hat, was er da so in die Tüten mit reinmacht, habe ich so gehofft, dass ich dieses Notizbuch bekomme. Und ich habe es bekommen. Mega cool. Ich freue mich riesig, dass ich das habe. Ja. Dann habe ich mir ein Popsocket bestellt von ihm. Und zwar sieht der so aus. Sehr, sehr cool. Den werde ich auf jeden Fall bald an mein Handy dran pinnen. Hä? Egal. Dann habe ich das Girlie Top geholt. Und das sieht so hier aus. Hier auch ganz einfach in weiß. Und hier ist halt das Logo drauf. Sehr, sehr cool. Dann haben wir einen Pullover. Welchen haben wir denn hier? Hier haben wir den schwarzen Modus Hoodie. Und der sieht so hier aus. Einmal steht hier Modus drauf und an den Seiten sieht er so aus. Mega cool. Werde ich nächste Woche gleich anziehen. Und dann habe ich mir noch den Crop Pullover geholt. Und den finde ich auch richtig cool. Und ja, der hat auch eine Kapuze. Und der sieht so hier aus. Ist wie gesagt ein Crop Hoodie. Da steht KF drauf. Und ja, da freue ich mich auch mega drüber. Den werde ich nächste Woche auch gleich anziehen. Mega cool. Und ja, das waren die KF Sachen, die ich mir bestellt habe. Am Sonntag werde ich noch was bestellen, weil da macht ja nochmal was in den Shop rein. Und ja, ich freue mich mega. Ich werde das bald alles anziehen. Außer natürlich das Top. Dafür ist es jetzt gerade zu kalt. Aber die Zeit kommt auch irgendwann wieder. Und ja, jetzt habe ich Wochenende. Und mal schauen, was ich das Wochenende so machen werde. Wahrscheinlich nicht viel. Hello! Können wir bitte davon absehen, wie meine Haare aussehen? Ich habe gerade meine Haare gewaschen und ja, sie sehen dann sehr schlimm aus. Jedenfalls habe ich heute für meine Haarlängen, die sind ja heller, habe ich eine Schaumtönung und eine Eintönungs-Shampoo benutzt. Und zwar von Isana, dieses Bourbon, habe ich für meine Spitzen benutzt. Und ich weiß nicht, ob man einen Unterschied sieht. Ich finde eher nicht so, vielleicht so ein bisschen. Also so ein bisschen finde ich schon, dass es heller ist oder aufgefrischter. Aber sonst jetzt nicht groß. Aber ich werde es auch noch ein paar Mal benutzen. Und ja, im Januar werde ich eben meine Haare wieder höher setzen lassen, heller. Also ich werde diese Farbe behalten, dieses Hellbraun, aber wieder höher setzen, so rum, weil meine Haare sind dann auch gewachsen. Wenn man mal die Spitzen schneidet, dann ist es nur noch hier unten und das sieht doof aus. Und das soll ungefähr wieder bis hier hin. Das nehmen wir aber im Januar in Angriff, weil jetzt im Dezember ist einfach null Zeit dafür, weil ja, da bin ich eh bloß arbeiten durchweg. Und gestern habe ich noch eine sehr, sehr coole Box bekommen und die wollte ich euch unbedingt zeigen, denn die ist richtig cool. Und zwar ist das die Glossy Box Young Beauty für Oktober, November. Und die wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, weil die ist einfach der Hammer. Und ich würde sagen, ich hole mal die Box und ich drehe euch mal um und zeige sie euch mal. So sieht die Box aus, was mich ein bisschen wundert, weil eigentlich müsste die anders aussehen. Aber ist egal, auf jeden Fall ist das die Box und ich würde sagen, wir öffnen sie mal. Und ja, hier ist das Blatt. Und wir fangen an. Die ist mega voll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich würde sagen,
fangen wir mit diesen Snogs an, was ich sehr, sehr cool finde. Und zwar sind das ein paar Socken. Und das sind halt so Socken. Wenn man die anhat, dann sieht das wenn man dann Turnschuhe, Sneakers anhat, sieht das so aus, als hätte man keine Socken an. Und hier hinten an der Ferse ist dann wie so ein Gummizug. Hier sieht man diesen Abdruck, damit das dann auch hält. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann machen wir weiter mit diesen Bändern. Ich habe diese Bänder schon einmal. Es sind Schnürsenkel. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich immer noch nichts damit anzufangen. Es sind doch eigentlich Schnürsenkel, oder? Wenn die so eine Dinger hier dran haben. Könnte man aber auch in die Haare flechten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ja. Dann machen wir weiter mit diesem Desinfektionsgel. Das habe ich, glaube ich, auch schon, das lilane. Also ich habe auch noch ein anderes von Mercy Handy. Kann man aber immer gebrauchen. Dann haben wir von Shockwaves ein Trockenshampoo. Auch sehr praktisch. Eine schöne Reisegröße. Dann haben wir ein Parfüm von, ja, habe ich noch nie was gehört, von der Marke. Habe ich noch nie was gehört, riecht aber wirklich sehr, sehr gut und sind auch 30 Milliliter. Dann machen wir weiter mit einem Kajal von Evora. Und zwar ist das die Farbe Midnight Blue. Sieht in der Kamera jetzt komplett schwarz aus. Ich dachte gestern Abend auch, der ist schwarz, aber jetzt sehe ich erstmal, dass er blau ist. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Dann machen wir weiter mit dieser süßen Schlafmaske. Ich benutze zwar keine Schlafmasken, aber die sind, denke ich mal, sehr gut. Auch wenn man Kopfschmerzen hat, dann kann man sich seine Augen verdunkeln. Aber sehr, sehr süß auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu der letzten Sache. Und zwar ist das dieses kleine Säckchen hier. Und hier sind zwei Make-up-Proben drin. Oder eher Tester steht da drauf. Und zwar von dem Essence Insta Perfect Make-up. Ich habe das in der Originalgröße und ich liebe es. Es ist wirklich mega. Und hier haben wir jetzt einmal eine helle Farbe und eine dunkle Farbe. Und zwar, um sich seine Farbe zusammen zu mixen. Hier war auch noch eine Karte drin von Essence irgendwo hier. Und da steht halt, dass man seinen persönlichen Mix zusammenstellen kann, was ich sehr, sehr cool finde, gerade für den Sommer. Ich habe jetzt zum Beispiel die allerhellste Farbe als großes Make-up. Und das ist mir halt im Sommer viel zu hell. Es ist ja echt extrem hell. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Und deswegen haben wir hier einmal eine hellere Farbe und einmal eine dunklere Farbe. Finde ich sehr, sehr cool. Weil dann kann ich die mixen und ja, fand ich auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Vor allem für mein Großes kann ich dann zum Beispiel auch das Dunkle zusammen mixen. Und ja, finde ich sehr, sehr cool. Und ja, hier seht ihr nochmal die ganzen Sachen auf einen Haufen. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Sachen hier drin gewesen. Und gerade das mit den zwei Make-ups finde ich mega geil. Und ja, das war die Glossy Box Young Beauty für Oktober, November. Und nachher werde ich im KF-Shop noch was bestellen, und zwar den grünen Modus-Hoodie. Also ich hoffe, dass er den auch wieder reinmacht. Den wollte ich mir noch bestellen und das werde ich machen. Und dann wollte ich heute schon mal ein paar Geschenke einpacken, Weihnachtsgeschenke, weil ich habe im Dezember null Zeit dafür. Deswegen mache ich das jetzt. Und ab nächste Woche, Samstag, kann ich endlich meinen Adventskalender öffnen. Ich freue mich schon mega darauf. Das wird richtig cool.